Ja, herzlich willkommen in unserem Bewusstsein. Und wir öffnen uns für die nächste Ebene von Gemütlichkeit in Kontakt mit uns selbst und von Vertrautheit. Ankommen. Landen. Loslassen. Und gehen einfach ein bisschen zum Atem heute und schauen, was es braucht, um den einzuladen, sich ganz ehrlich zu zeigen und so ganz ehrlich zu sein, frei zu werden von unseren Erwartungen, unsere Erwartungen haben oft so eine Allianz mit unseren Störungen und genauso wie unsere Störungen unsere Erwartungen brauchen unsere Erwartungen unsere Störungen. Und so können wir uns immer gut antreiben von der einen Ecke in die andere. Scheuchen. Und dann gucken wir einfach, ob wir da ein bisschen Spielraum reinbekommen. Dass unser Atem so sein darf, wie er sein will oder wie er zu sein braucht. Mit dieser Erlaubnis für Ehrlichkeit. Aufmerksamkeit auch ein bisschen offener und toleranter werden. Und das Ganze Gewebe, was so direkt mit dem Atmen verbunden ist, kann sich darüber freuen. Denn wenn unsere Aufmerksamkeit sehr eng ist, gibt es oft auch oder leicht normal Reizungen in den Atemwegen. Und hier können wir jetzt die ganzen Schleimhäute erlauben, ein bisschen sich zu entspannen. Und abzuschalten. Und auch unserem Kehl- und Rachenraum
unsere Nasenhöhlen, die Nebenhöhlen. Der Schlund, der ganze Innenbereich vom Hals. Und weiter die Luftröhre runter bis zu den Lungenflügeln. In die Bronchien hinein. Alle fünf Lungenflügel. Erlauben zu sitzen, zu machen, was sie wollen. Und die Luft auch durch den Mund lassen, immer wieder mal. Sie machen darf, was sie will. Auch wenn sie noch offen sein sollten, erlauben, dass die Augenlider sich setzen und sacken. Und langsam schließen. Und über dieses Sitzen von unserem Atemweg, auch unser Zwerchfell ein bisschen beruhigen, ein bisschen runterkommen lassen oder hochkommen lassen, wohin sich gerade entspannen möchte. Und auch den entspannten Kontakt über das Zwerchfell mit unserem Verdauungssystem zulassen. Mit unserem Becken, unseren Beinen, unser ganzes Bewusstsein in diesem Sinn für Entspannung und Sitzen.
nach unten bringen. Den Folgen, dass ich da öffnen oder entwickeln will. Wenn wir das zulassen, dass da ein eigener Rhythmus entstehen darf. Unser Atem, genau wie unser neuromuskulärer Tonus, die haben die drücken sehr authentisch aus, was wir gerade mit uns machen. Die können uns auch zeigen, wenn oder in welche Richtung unser Potenzial für mehr Freiheit liegt. Weil schon der Gedanke, entspannt sein zu wollen, eigentlich Stress erzeugt. Und aller Druck, den wir erleben, hat die Fähigkeit, uns Ungereimtheiten zu zeigen.
Und das ist das, was immer wieder passiert, wenn wir uns in uns hinein entspannen. Jetzt was etwas setzt sich, was anderes taucht auf. Will verdaut werden. Schauen wir einfach, dass wir den Kiefer freilassen. Die Luft durch den Mund lassen. Gucken, wohin die Ströme unseres Bewusstseins gerade wirken möchten, wenn wir uns bewusst dafür engagieren, um mal Offenheit zuzulassen. Schauen, welche Weite, welche Höhe und Tiefe in unserem Erlebnisspektrum zur Verfügung stehen. Welche Stimmungen sich darin hervortun.
Und dann können wir wieder zulassen, dass was sich durch unseren Körper bewegt oder da ausdrückt in Form von Dichte oder Enge, dass das auch durch die Chakras verstoffwechselt werden darf. Und das, was da sich in Form von Druck physisch äußert, dass wir das in Kontakt kommen, auch mit der energetischen, emotionalen Seite von diesem Druck und den Aufmachen und erlauben, dass es in unser Bewusstsein mehr reinkommen darf, damit es da auch dann rauskommen darf. Lassen wir wieder den Mund offen und alles zu, was auch emotional nur irgendwie zu orten ist, mit dieser Absicht dafür durchlässig zu werden, unsere Tabus aufzugeben. Unsere Wandlungsfähigkeit zu erhöhen und die nächste Ebene von Freiheit anzusteuern, denn was uns da zurückhält, was uns da praktisch beschwert und von dieser Ebene von dieser Wandlung, die noch nicht stattgefunden hat, sozusagen, ist auch eine Art, wie wir uns vor der nächsten Ebene von glücklich sein, von Verbindung mit dem Göttlichen zurückhalten. Und da sind wir die Einzigen, die uns helfen können. Oft ist es so, dass die Dinge, die sich abbilden, energetisch oder emotional, dass die eher so erstmal sich zeigen im Bereich von Unterbauch und Zwerchfell. Und typischerweise wollen die dann durchgelassen werden in Richtung unseres Herzens und unserer Kehle, unserer Stirn und dann irgendwann über unseren Scheitel hinaus. Durchprozessiert sozusagen. Einer der Gründe, weshalb Störung oft so hartnäckig, sich so hartnäckig hält in unserem System, ist, dass wir hartnäckig dran festhalten und auf Dinge beharren oder uns schämen und deswegen uns nicht eingestehen, was eigentlich los ist. Oder einfach noch zu dissoziiert, also zu entkoppelt von den Emotionen sind. Und meistens bringt schon die Neugierde ein bisschen Bewegung und Wandlung rein.
das Verbeißen, was wir mit dem Kiefer nicht mehr machen, das kann dann auch an diesen Energiezentren aufhören. Lassen wir weiter die Luft durch den Mund. Und dann kann es sein, dass wir da Ärger und Stress und Angst begegnen. Und das fühlen brauchen, damit es seine Macht verliert. Unsere Aufmerksamkeit weiter mit Stress anzupeitschen. Und jeder, der neugierig genug ist, wird seine eigene Nuance darin finden können. Diesen Wandlungsbedarf. Bewusst machen und diese Sehnsucht nach mehr Freiheit folgen. Der ganzen Enge, die dazwischen liegt, begegnen, sie durchfühlen. Gerade wenn so eine Phase ist, wo eben Halsschmerzen da sind oder Atemwegsgeschichten oder es fühlt sich ein bisschen viral an. Da kann es ergänzen zur Alexander-Technik sehr hilfreich sein, wenn man einfach aufs Geradewohl alles, was man sich nur vorstellen kann an Unzufriedenheit hochholt und das durchfühlt. Dann öffnet sich meistens das Unterbewusste und das Unbewusste. Und kann dann von da aus überall noch mehr Freiraum entstehen. Wenn diese verärgerten Statements aus den Bereichen, wo wir die Nase voll haben oder einen Hals haben, ohne es zu merken, und die befreit sind und aufgegeben werden.
genauso wie die Sonne. Gerade alles aus dem Häuschen holt, was noch nicht ganz erwärmt ist und noch nicht im Licht ist oder schon lange nicht mehr im Licht war. So bringt auch unsere Sehnsucht nach mehr Freude, glücklich sein und Verbundenheit mit dem Himmel, mit unserem Nächsten, einfach auch alles hoch, was dem im Weg steht. Ja, gut, dem folgen. Den Kiefer freilassen. Mit diesem tieferen Sinn für unser Inneres, uns dieser Sehnsucht nach Offenheit hingeben. Dass wir sowohl im Innen als auch im Außen geben und empfangen können. Nähe des Himmels und die Nähe des Selbst spürbar werden in uns.
Durchlassen für das, was durch will. Emotional, gedanklich, körperlich. Das nicht nutzen, um uns zu entkoppeln. Zulassen, dass alle Zellen und DNA-Stränge und Körpersysteme und auch alle Energiekörper Anschluss haben an diesen Prozess. Der Befreiung und der Erneuerung. Den Folgen und immer wieder Licht, das Licht dran lassen, immer wieder den Himmel dran lassen.
erinnern. Genießen, was da reinkommen möchte. Vielleicht entsteht da neue Qualitäten. Vielleicht wird es herzlicher, freundlicher. Vertrauensvoller oder hoffnungsvoller. Und dann einfach gucken, für welchen Aspekt in uns oder für welchen Lebensbereich oder für welche Herausforderungen dieser Woche das besonders gedacht ist, diese neue Seinsweise. Und dann einfach schon mal so die Türen öffnen dafür. Damit das dahin wirken kann.
Das Genießen von dieser Frequenzerhöhung in unserem Schauen auf die Dinge. Genießen in unserem so wie der Horizont, der sich ja erweitert ein bisschen. Was an neuer Kraft da wirken möchte, zulassen. Und den Kontakt mit unseren Zellen, unseren Körper, unsere Bewegung, dem Raum um uns herum wieder aufnehmen und den Übergang in die alltägliche Meditation finden.